Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Runde WoW Battle for Azeroth. Wir haben hier in den letzten Folgen ordentlich an Quests rausgeballert. Ich verstehe nicht, warum wir hier beim dunklen Herz nichts machen müssen. Oder als Herz der Dunkelheit oder wie auch immer. Haben wir hier irgendeine Quest übersehen? Kann das sein? Oder vielleicht kommen wir ja dahin, wenn wir jetzt hier mit dem... Ja, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zurück. Das kann natürlich... Nee, komm. Gibt es schon wieder irgendwelche... Rohstoffe gesehen, aber nein, 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 nein. Wir bleiben streng und stur und hart und ne? Und so weiter. So, dale. Dann mal gucken, wohin die Reise uns führt. Erstmal komplett in die falsche Richtung, aber egal. Auch ein Schluck auf soll uns da nicht daran hindern, unseren Weg zu gehen, aber irgendwie ist das nicht unser Weg, ne? Komplett falsch wieder. Oh. Ich so total orientierungslos hier im Rumgammeln bin. Ah, guck mal hier. Sturmsilber vorkommen. Das kann auch mal... Das ist zu weit entfernt. Jung. Das möchtest du. Möchtest du wirklich diesen Weg gehen? Etwas anvisieren. So, was ich vergessen habe. Natürlich, wie soll es anders sein? Hallo. Juhu. Jawohl, na klar. So, ich Hilfe. Hallo. Sandala für immer. Ja, die, ja, okay. Ja, will ich. Mach. Mögen mach die Loa über euch wachen. Hallo? Ich. Ach so, oh mein Gott. Was geht? Ihr seid für den Amort hier, ja? Na dann nichts hier los. Je schneller wir hier abhauen, desto besser. Ich steuere das Ding. Wenn ihr irgendwas seht, Fieses seht, sagt Bescheid und ich schieße. War zum Aufbruch? Ja, ich bin bereit. Also rein in den Kahn und zurück nach Suljan. Wir beladen das Teil, paddeln auf den Fluss und jagen ein paar Trolle in die Luft. Aha. Spaß für die ganze Familie, oder? Hoffen wir, Rokan und die anderen schaffen es heil zurück nach Suljan. Machen wir mal einen Test. Andernfalls wird das ein kurzer Ausflug. Oha. Rokan macht ich das schon ziemlich lange, Prinzessin. Der lässt cool. Sich nicht von ein paar Bluttrollen töten. Nö, ist ja auch richtig so. Muss Bluttrolle. Sie bereiten sich wohl auf einen Angriff auf meine Stadt vor. Tötet ja, diese Bluttrolle. Uns, sie Freund. Dürfen unseren Kahn nicht versenken. Können die das denn? Wenn man jetzt gar nichts macht, könnten die das? Einen schrecklichen Sumpf habt ihr hier. Wäre doch schön, wenn ihm was zustößt. Oh oh. Untote. Die marschieren auf Suldasar. Wir müssen sie vernichten. Was, was, was? Von Untoten hat uns keiner was gesagt. Ja, das stimmt. Wir arbeiten ständig mit Untoten, Trottel. Ja, aber doch nicht gegen, mit. Ich glaube, der korrekte Begriff ist Verlassene. Verlassene, genau. Ne, Political Correctness und so weiter. Wir können uns ja nicht wirklich. So machen das die Goblins aus Kesar. Ist schon, ne? Also viele Fans haben wir jetzt nicht gerade, sehe ich. Guck mal, wir sind doch schon hier. Guck mal. Prinzessin, ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, ihr habt hier ein Bluttrollproblem. Schön, dass euch das auffällt, Flick. Da seid ihr meinem Vater einen Schritt voraus. Na, immerhin. Ich brauche ein Ziel. Ist doch kein Problem. Wir regeln das mit dem alten Kavenzmann. Kavenzmann, Kavenzmann! Oh, Kavenzmann. Kavenzmann! So treffen wir das Monster nicht. Zielt mal besser. Ja, ich hab ich doch. Jetzt? Nein.
Gut, okay. Ich wollte eigentlich schon aussteigen und die selber erledigen, aber wir haben doch den Armor. Ja, Kaventsmann! Ganz genau, Kaventsmann. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir müssen uns beeilen, wenn wir an den Ruinen von Suljan ankommen. Oh Gott sei Dank, ey. Irgendwann ist nochmal gut. Ne? Alles klar, Prinzessin. Ihr dürft gleich die neueste und beste Goblin-Technologie aus nächster Nähe erleben. Was? Es fehlen da ein paar Schrauben, wo laut dem Handbuch wirklich dringend Schrauben hin sollten. Oh. Na, ja, Anleitung mit was für Schnösel. Molch, wir machen das nach Augenmaß. Mhm. Das sieht so raus. Okay, mal ankommen. Ah, wir sind endlich da. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Gut, wir haben es geschafft. Ach, wie schön. Und? Hm? Wo bin ich? Wo bin ich? Ach, da. Oh mein Gott. Ja, war schön, ne? Und tschüss. Was bist du denn? Dreht mir ach, besser ja, nicht den Rücken zu. Nee, ich drehe dir gar nicht zu. Weder Rücken noch sonst irgendwas. So, hier einmal hoch. Hier sieht's ja toll aus. Richtig gemütlich, ey. Bin wieder hier. Ah. Ich verstehe. Rokan, geht's euch gut? Sieht aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Jo, die Bluttrolle haben sich mit den Wachen gehauen, als wir ankamen. Haben nicht erwartet, dass wir ihnen in den Rücken fallen. So, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Oh mein Gott, ich warte hier. Hallo. Ich tue, was immer ich tun muss, damit mein Volk sicher ist. Ja. Soweit, so gut, Nemesis. Bis zum schwierigen Teil. Bereit? Ja. Weiß ich nicht. Gut. Sammeln der Krieger. Dank euch und der Horde haben wir so viel erfahren und sind so weit gekommen. Aber das wird alles wertlos sein, wenn die Bluttrolle uns hier besiegen. Jeder von uns hat alles gegeben, seit wir in diesem verfluchten Sumpf vorgedrungen sind. Es bleibt nicht mal Zeit zum Schlafen oder zum Essen. Wir haben hier die stärksten und besten Soldaten, die man sich nur vorstellen kann. Aber auch die haben ihre Grenzen. Wir müssen sie daran erinnern, wofür wir kämpfen. Läutet den uralten Gong. Sandala, zuerst müssen wir meine Truppen versammeln. Ah, Champion, der Gong da drüben sollte helfen. Ich muss näher ran. Gong. Oh, Alter, Alter. Soldaten, Freunde, wir haben viel durchgemacht. Aber ein Ende von unserem Kampf ist in Sicht. Unsere Feinde wollen alles, was uns lieb und teuer ist, vernichten. Wir dürfen das nicht zulassen. Sandalas Zukunft hängt von unseren Taten am heutigen Tag ab. Genau. Wir werden den Bluttrollen den Garaus machen. Wir werden sicherstellen, dass ihr Monster niemals gegen uns eingesetzt wird. Mit den Loa an unserer Seite und Mut in unseren Herzen werden wir siegreich sein. Es tut mir so leid, aber ich musste das einfach machen. Es hat sich einfach so angeboten. Voll der Disrespect. Ah, Entschuldigung. Viel zu tun. Macht's wir sind, kurz. Wir sind jetzt bereit. Unser Angriff auf die Bluttrolle kann losgehen. Die Schlacht um die Blutfeuerschlucht. Ah! Möge Buonsam die eure Feinde holen, 100 Pro, bevor safe. Er euch holt. Wir müssen zuschlagen und die Bedrohung durch die Bluttrolle ein für alle Mal beenden. Wir reisen zurück zur Blutfeuerschlucht und dieses Mal werden es die Bluttrolle sein, die davonlaufen. Lasst uns aufsitzen und ihnen zeigen, dass sie in der Macht sind, mit der es zu rechnen ist. Erobert die Blutfeuerschlucht von den Bluttrollen. Auf dass die Schädel eurer Champion folgt mir! Ihr anderen zu Rokan an der nördlichen Front! Rückt aus! Für die Zukunft von Sandala! Los geht's, Champion. Okay. Wo lange soll's gehen? Huha, hi, huha, hi. Ah, hi. Hier lang, ne? Kutschu. Ey, mach nicht einfach verschwinden. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich folge dir jetzt. Oder auch nicht. Gut, nee, ich laufe dann selber hier lang. Brauch euch nicht.
Ah, genau hier, ganz genau hier ist der Gabusch. Oh, das wird jetzt episch. Oh, das wird jetzt so richtig episch. Die Schlacht hat begonnen. Führt uns zum Sieg. Ja, ich führe dich zum Sieg. Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst schützen können. Das ist sehr nobel. Unvergängliche Totems. Die Bluttrolle liefern uns einen erbitterten Kampf. Wir erweckten ihre Toten und schicken sie gegen uns. Ihre Totenbeschwörer erwecken die Toten mit Hilfe von Totems, die von Blutmagie verspeist werden. Wenn wir die zerstören, wird das unsere Truppen etwas Luft verschaffen. Zerstört 3 Totems der Wiederbelebung. Oh. Rache für die Gefallenen. Totems. Da ist ein Totem, ne? Gesinscha! Oh, das sind ja Leute. Oh, sorry. Meine Schwestern! Ich habe kein Ziel. Ja. Mein Gott. Easy peasy. Meine Schwestern werden mich rächen. Warte, ich muss auch noch eine Blutrolle killen? Jetzt hör doch mal auf, mich zu hauen. Hallo? Wo steht denn, dass ich hier Blutrolle töten muss? Hab ich gesehen, ey. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Lasst mich doch machen. Gut so! Bleibt in Bewegung! Ich habe kein Ziel. Darf ich jetzt bitte... Meine Güte, seid ihr Zeiten penetrant, ey. Ändern sich. Gute die Arbeit, Sandalari, das sollte es uns etwas mitändern. Leichter machen. Ja, komm, sei ruhig. Mögen die Loa über euch wachen. So, ich muss nicht mehr die Viecher töten. Ach, habe ich schon, wie schön. Ich töte euch sowieso, weil ihr hässlich seid. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Oh, Sirendorn. Der Feind bekommt Verstärkung! Kriegsmatrone. Das soll mich jetzt beeindrucken? Hallo, ich habe 2 neue Dolche bekommen, mein Freund. Oder Freundin, ich weiß es nicht. Die Schlucht gehört uns! Beziehen wir alle da drüben Stellung! Planen wir den nächsten Angriff! Liebend gerne... Na, egal. Ganz vorsichtig! Langsam! Oh yeah, Baby, oh yeah. Das wird genial. Viel zu tun. Okay. Macht's kurz. Stopp. Gut gekämpft. Die Blutrolle fliehen. Jetzt dürfen wir nicht nachlassen. Oh nein, das werden wir nicht. Der Weg des Schmerzes. Meine Leute werden immer noch versteppt und ins Dorf der Blutrolle gebracht, um sie dort im dunklen Ritualen zu opfern. Wenn ihr weitergeht, könnt ihr einige Gefangene sehen, die den Weg nicht überlebt haben. Kann ihre Todesschreie während der abscheulichen Rituale der Blutrolle immer noch hören. Wir können meine Soldaten nicht einfach im Sumpf sterben lassen, Nemesis. Nehmt diese Verbände an euch und rettet so viele Zandalari, wie ihr da unten finden könnt. Rettet 6 verletzte Soldaten der Zandalari. Möge Buonsamdi eure Feinde holen, bevor er euch holt. Das mag er. Das mag und vermag er. Was gibt's Neues? Ja, die Bombe macht Bumm. Seht euch das an. Diese Blutrolle haben sich in ihrer Festung ziemlich gut verschanzt. Hör auf zu lachen, wenn ich lese. Mehrere Verteidigungslinien, einen Haufen Ausrüstung, die sind bestens ausgestattet. Sie erwarten aber keinen Angriff von uns. Sie tun mir fast schon leid. Fangen wir mal ganz gemütlich damit an, ihnen zu zeigen, was sie von ihren Barrikaden halten. Hier, nehmt diese Rauchgranaten und markiert sie damit. Ich bin gespannt, was sie zu unserem schicken Sprengstoff sagen werden. Entschuldigung. Falsch gelesen. Fordert Artillerieschläge auf und Barrikaden der Blutrollen in Nulgalum. Das schon mal besser gelesen, ich weiß. Ich muss näher ran. Ach, wie schön. Den hast du mir, habe ich schon. Krieg ich dafür ein Dings? Schön. Ich bin hier verschuldigt. Ich werde nie diesen Versuch im Sumpf zurückkehren. Nee, sollst du auch nicht. Aha. Was? Hat Finder von Battle for Arts. Oh mein Gott.
heißt das, da habe ich wieder was zu tun, damit ich hier fliegen kann. Und wenn ich es dann geschafft habe, so ewig lange brauche, dann kann ich fliegen und habe keinen Bock mehr, weil ich hier nichts mehr zu tun habe. Ja, das macht Sinn. Hilfe, ich muss unbedingt... Alter, ganz kurz nur. Der Forscher von... kurz gucken, ja. Forscher von... Nazmir habe ich schon. Oh mein Gott, das wird ewig dauern, ne? Was? Was denn für eine Selfie-Kamera? Was zur Hölle ist eine... Interface-Tastaturbelegung. Was ist eine Selfie-Kamera? Schaltfunktion, Aktionsleistung, Zielfunktion. Zielfunktion? Interaktionsfunktion. Hier sein? Screenshot? Kamerafunktion? Okay, ich will es gar nicht wissen, ganz ehrlich. Selfies. Ehrlich, meine. Ich will euer Blut! Blut! Ja, was denn? Ich krieg ja gleich alle Blut. Oh, das ist ein bisschen viel, oder? Ach ja, das geht. Ja, Kachaka. Genau das wollte ich eigentlich auch sagen. Habe ich dann aber nicht. Gut, ich glaube, in dieser Folge werden wir jetzt nicht mehr unbedingt. Muss ich hier weg? Wow, jetzt habt ihr ihre Aufmerksamkeit. Ja. Da kommt eine Ladung. Oh. Cool. Glaubt ihr, ich lasse euch sterben, solange ihr mir noch was schuldet? Oh. Was kommt jetzt? Der Rest von denen gehört euch. Viel Spaß. Aber vergesst mal nicht, eure Schuld zu begleichen. Schickt mir ihre Seelen. Ja, ja, machen wir. Ey, cool, wir brauchen gar nicht selber kämpfen. Oh mein Gott, vielleicht müssen wir doch selber kämpfen. Es tut mir leid. Hilfe, es tut mir leid. Ich sagte, es war nichts Persönliches, wirklich. Gut, mit Artillerie-Stegen kriegen wir jetzt die ganzen Gegner nicht zerstört. Wäre ja auch zu schön gewesen, gell? Das könnte mal bequem laufen für uns. Hallo, wie viele muss ich denn von euch noch? Oh mein Gott, 6? Also nicht noch, sondern... Mal gucken. Das kann sich ein bisschen hinziehen, glaube ich. Ich habe kein Ziel. Im Grunde genommen muss ich jetzt eigentlich nur die Leute retten. Und die letzte Barrikade zerstören. Das ist ja jetzt nicht mehr so großartig viel. Das schaffen wir, glaube ich, noch in dieser Folge. Das ist zu weit entfernt. Euer Blut für Gahun! Nö, nö. Nö, nö, nö. Das lass mal schön sein, mein Freund. Lalalala. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, einer noch. Mein Gott, ja klar, sicher. Gut, der Weg ist frei. Jetzt müssen wir nur noch das Ungeziefer entsorgen. Hallo, ihr hättet jetzt eigentlich auch als Kulanz zumindest... Sul'Dazar wird fallen. Ich gebe mal schneller. Und dann kann ich mich um dich kümmern. So, mein Freund. Lass mal auf, dich hinter mir zu porten. Mache ich das mit dir? Du Arsch. So. Mein Job hier ist getan. Also für die erste Etappe jedenfalls.